Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß Wedlock Challenge. Das letzte Mal haben wir endlich unser Team vervollständigen können. Und ich habe Rex und Gortis noch bis Level 15 trainiert. Ich weiß gerade nicht. Hat sich da was geändert noch? Ich glaube nicht, dass sich ein Tag was geändert hat. Ich habe es auch schon vergessen. Donnerwille ist, glaube ich, neu. Sonst nichts. Heute gibt es erstmal Vorbereitung auf die Arena, indem ich diese Route hier mache. Wahrscheinlich darf ich dann, also falls wir die Route komplett heute schaffen, werde ich wahrscheinlich danach immer noch eine Menge trainieren müssen, damit wir dann für die Arena bereit sind. Obwohl ich ja wahrscheinlich noch. Aber ich werde noch versuchen, den Wald zu machen. Ich glaube, einen Teil des Waldes kann ich zumindest schon machen. Bis zu dieser Brücke, die da drin ist. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Oh, ich habe die Animation noch aus. Ja, die habe ich natürlich fürs Training ausgemacht. Entschuldigung. Die mache ich gleich wieder an. Ja. Da ich hier genau, ja, warum? Warum nicht? Naja, weil ich Kraft schon irgendwie gern behalten würde. Und Zerschneider. Ich wollte eigentlich gucken, wo der Attacken verlieren, aber. Ich habe vergessen. Naja. Kraftschub oder Gegner? Kraftschub oder Gegner? Kraftschub habe ich als TM, also im Zweifelsfall könnte ich sie neu beibringen. Ich habe schon wieder vergessen, was wollte ich sagen? Genau, ja. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, an sich ist Schallquapp sogar quasi das schlechtere Routen-Pokémon gewesen. Die Alternative wäre zum Beispiel Praktibald gewesen. Und mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit Geotestu. Ich weiß nicht, ob es hier auch Karadonis gibt oder ob es das nur in Schwarz gibt. Weiß ich jetzt nicht. Aber naja, für die nächste Arena wäre natürlich Karadonis ziemlich, ziemlich gut gewesen. Ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen Bock davon, Atem zu verwenden, deswegen gehe ich nochmal schnell. Ich wollte die Animation noch anmachen, zur Krankenschwester auch. Da ist ja schon der Praktibalk. Nee, da wechsle ich glaube ich nicht aus. Ich versuche es einfach mal so. Ja, sehr gut. Ich habe jetzt die Init von Praktibalk nicht im Kopf. Deswegen war ich mir nicht sicher, ob ich da schneller bin. Ja. So. Nein. Dass ich immer erst auf Y drücke. So. Nee, das stimmt zwar. Da. Animation an. So. Kämpfst du auch? Natürlich kämpfst du auch. Natürlich kämpfst du auch. Jetzt ist die Frage, hast du irgendwas Passendes? Wobei, Kiesling. Nee, hast du nicht. Kiesling. Ich habe Rex vorne. Vielleicht nicht so praktisch. Athena, mach du das mal. Vielleicht sollte ich für diese Route jetzt auch mal dann Gordis nach vorne setzen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall sollte ich, glaube ich, Rex von der Spitze nehmen. Allein schon, weil, naja, wir werden hier öfters auf Kampf-Pokémon treffen. Deswegen, ich bin gerade erstaunt, wie oft... Wow! Das sieht man nicht oft, dass man selbst mal fünfmal trifft. Was wollte ich jetzt sagen? Also immer, wenn ich meine Sätze mitten unterbreche, vergesse ich sie. Das ist auch immer schön. Genau, ja, hier gibt's mindestens zwei Kämpfer, glaube ich, auf der Route. Deswegen halte ich es vielleicht für etwas riskant, mit dem Team zu arbeiten, was gegen Kampf jetzt nicht so gut aufgestellt ist. Superball, den nehme ich doch gerne mit. Setzen wir mal Drag nach vorne. Das ist zwar auch nicht viel besser eigentlich gegen Kampf, aber dann haben wir Malik. Ne, ich setze sogar mit Malik nach vorne. Malik sollte doch dann aufräumen können. Dieser Encounter Rate. Zu hoch. Das Schöne ist,
Das Schöne ist auf jeden Fall, dass das Training hier halt echt schnell vonstatten geht. Weil die Pokémon hier gerade auf einem guten Level sind. Level 13 finde ich völlig okay. Wenn man dann halt die Ordos nimmt, dann kann man halt echt gut leveln hier. Das ist halt immer schön. Du bist ein Mist. Ich dachte, ich könnte erstmal vorbeigehen und gucken, was noch kommt. Aber egal. Dann machen wir dich halt zuerst. Dann machen wir dich direkt. Besser so. Amish. Schallquap, okay, deine Pokémon hast du. Schallquap Level 13. Hast du das zufällig so vor 5 Minuten gefangen oder so? Gerade eben auf dieser Route hier. Ja, kann man mitleben. Das ist gar nicht mal so wenig Schaden. So, jetzt ist die. Jetzt sitze ich. Ja, hab gerade überlegt, ob ich sicher jetzt einfach ruckzulieb mache, wegen 100% Trefferchance, aber nach 2 Heulern jetzt dann. Doch, über den Schnitt. Das, ne, Mann. Gut, nächstes Schallquap. Diesmal wechseln wir mal aus. Schallquap ist auch ein interessantes Pokémon. Tackle. Eigentlich keine Frage. Tackle, immer feste drauf. Ich könnte ja schon mal in die Arena gehen, gucken, welches Level die normalen Trainer da so haben. Ich meine, die Arenaleiterin ist Level 20. Das bedeutet, die normalen Trainer sind wahrscheinlich, wenn sie ein Pokémon haben, sag ich mal, Level 18. Ansonsten Level 16, 17 wahrscheinlich. Schallquaps sind echt nicht ohne, ne? Also könnte man da vielleicht. Ja. Naja, ich mach erst. Also ich mach erst die Route zu Ende und dann mache ich vielleicht schon mal die Trainer. Und danach gehe ich, glaube ich, erst trainieren, wenn nur die Arena-Leiterin übrig ist. Ich könnte mir vielleicht auch doch noch mal ein bisschen in den Häusern umgucken. Ich halt immer noch nicht weiß, ob ich hier irgendwo vielleicht mal ein nützliches Item bekomme. Oh Gott, Superschall. Gut, dass das daneben ging. Ich hasse Superschall. Jeder hasst wahrscheinlich Superschall, weil keiner Verwirrung mag. Irgendwer hat gesagt, yo, lass mal diesen Status einbauen. Und wahrscheinlich haben alle anderen gedacht, why? Warum? Warum? Da wird direkt zurückrennen, die beiden heilen. Ich dachte schon, wir kommen ohne Encounter durch, aber natürlich nicht. Ein Duselgurt. So, nix wie weg hier. Und bitte einmal wieder heilen. Finde ich übrigens eine echt super Sache, dass man einfach so diese Trainerklasse quasi Krankenschwester eingebaut hat, weil man damit die Routen ein bisschen länger machen kann und einfach zwischendurch eine hinstellt, die muss man halt einmal besiegen. Kann sie immer wieder heilen oder allgemein, dass man halt nicht immer wieder bis zur Stadt zurückrennen muss. Das ist eine super Sache. So, da ist ein Item, da komme ich von hier nicht ran. Da ist ein Item. Ich bin halt froh, dass hier nicht Winter ist, weil dann wäre es wahrscheinlich alles gefroren und ich würde hier wie blöde rumschlittern. Das ist auch so eine Sache, die ein bisschen nervig ist tatsächlich an der fünften Gen. Also zum einen finde ich es halt ziemlich cool mit den Jahreszeiten an sich, dass man das so gemacht hat. Finde ich ganz nette Idee. Wie gesagt, es bringt halt nicht wirklich was außer Sesokids Form. Glaube ich, zumindest kann ich jetzt an nichts ändern. Allerdings, naja, auch dann, dass man an bestimmte Items zu bestimmten Jahreszeiten rankommt. Es gibt also. Wobei, ich glaube, es gibt sogar nur, an manche Items kommst du im Winter ran und nicht in anderen Jahreszeiten und an manche Items kommst du nicht im Winter rein, dafür in allen anderen Jahreszeiten oder so. Ich glaube, mehr gab es da gar nicht. Das war in der Eisstadt. Da gab es, glaube ich, mindestens ein Item, wo man nur im Winter rankam. Das ist halt ein bisschen dämlich, dann für das bisschen lohnt sich das jetzt nicht, wie so ein Jahreszeitensystem einzufügen. Was halt auch einfach nur ist, jeden echten Monat, also jeden Monat der Uhr, auf die das Spiel zugreift. Wechselt der Monat. Das ist dämlich, weil entweder muss man halt immer dann seine Uhr umstellen. Im DS
damit das funktioniert. Oder aber, naja, man muss halt immer einen Monat warten, bis man an diese Items rankommt. Das ist ein bisschen nette Idee, aber jetzt nicht wirklich nützlich für irgendwas. Weil ich gerade gar nicht weiß, in der 6. Gen gibt es das ja nicht mehr, ne? Mit den Jahreszeiten. Wie ist das eigentlich mit Sesokids? Ich habe nie in Sesokids trainiert, deswegen keine Ahnung. Schon gar nicht in der 6. Geil! Stimmt! Ich wollte auch mal nachgucken, auf welchem Level sich unsere Pokémon entwickeln. Gut, dass ich jetzt gerade quasi daran erinnert werde. Ich weiß, dass wir Grillmark in der nächsten Stadt entwickeln können, weil wir dort einen Feuerstein bekommen. Das ist eine Steinentwicklung. Dann sollte ich vielleicht mal nachgucken, ob es irgendwelche Attacken gibt, die ich unbedingt haben will und die ich in nächster Zeit kriege. Weil die ja meistens dann nicht mehr erlernt werden. Jetzt wird es schon kritisch. Da ist ein Kämpfer. Oh, warte, jetzt muss ich echt überlegen. Das ist ein Kämpfer. Ich glaube, das sind sogar zwei Kämpfer. Meine Erinnerung sagt, dass mindestens einer von beiden Karadonis hat, was, glaube ich, so eine Gesteinsattacke konnte. Wahrscheinlich, also wenn es zwei sind, dann wahrscheinlich einer Karadonis, einer ein Geotestu. Das würde ja auch wieder passen. Falls das so ist und eine Gesteinsattacke haben, will ich natürlich Malik nicht vorne lassen. Und Drake kann ich auch nicht, also müsste ich ja nicht mit Gordas jetzt kämpfen. Und Delilah, wer von euch hat die besseren Verteidigungen? Okay, um einiges. Ich könnte es natürlich sogar dann mit Supershell versuchen. Ich könnte die beiden auch einfach nicht bekämpfen, um nicht drauf zu gehen. Ich bin echt nervös, weil von Karadonis weiß ich jetzt echt nicht viel. Aber Geotestu müsste eigentlich ziemlich gute Verteidigungswerte auch haben. Zumindest für so früh im Spiel. Deswegen glaube ich, dass es auch gar nicht mehr so einfach wäre, das Ding umzuhauen. Ich habe, glaube ich, nur eins beim Training getroffen und das habe ich wieder vergessen, wie das ausging. Also, ich habe es besiegt oder ich bin geflohen. Eins von beiden, aber ich glaube, ich bin geflohen. Ich weiß es nicht mehr. Also das ist riskant. Will ich da jetzt Delilah reinschicken, in der Hoffnung, dass sie es platt machen kann? Hast du Bedroher? Ja, hast du. Dann machen wir das folgendermaßen. Ich habe echt überlegt, ob ich die jetzt erst auslasse und später wiederkomme, um die zu bekämpfen, dass ich jetzt erst den Wald mache. Aber ich möchte die jetzt irgendwie auch weghaben. Was wahrscheinlich halt eine saudumme Idee ist. Ich könnte aber die Items sortieren lassen. Zack, Dankeschön. Tränke ganz nach oben, so wie das soll. Ja, die 10 HP halte ich jetzt auf jeden Fall mal hoch. 3 Marumbeeren sogar, nice. Die brauche ich auf jeden Fall in der Arena. Ja, das ist nämlich, glaube ich, die zweite. Das ist dann die Kämpferin und sie hat dann wahrscheinlich wirklich das andere. Okay, bekämpfen wir erst ihn. Ich bin wirklich nervös gerade bei diesem Kampf. Na komm. So. Okay. Wie schief wird das jetzt gehen? Wie sehr kriege ich jetzt auf die Fresse? Er hat Praktibug. Okay, kein Karadonis, das ist gut. Praktibug traue ich mir ohne weiteres zu. Und da glaube ich auch nicht, dass es eine Gesteinsattacke hat. Das sollte also kein Problem sein. Ich meine, der Plan, den ich hatte, ist ganz offensichtlich hier bedrohen, um den Angriff zu schwächen, dann auf Malik wechseln. Es kommt jetzt wahrscheinlich eine Kampfattacke. Was soll das sein? Armstoß, Karateschlag. Mehr kann es ja, glaube ich, gar nicht sein. Energiefokus, ja, guck mal. Ist zwar unschön, wenn es Volltreffer landet, aber macht zumindest jetzt erstmal keinen Schaden. Das ist gut. Und damit Windschnitt drauf. Ich meine, Gesteinsattacke wäre immer noch. Hey, es lebt so. Wieso hast du auch noch eine Gesteinsattacke? Okay, was macht zumindest nicht so viel Schaden? Das ist gut. Ich meine, es ist auch Level 16. Das sind beide Level 16. Aber sehe ich schon mal. Steinwurf. Mehr würde das Geotestu wahrscheinlich auch nicht haben. Steinwurf. Ich glaube,
Fels gab höchstens noch, aber ich glaube nicht mal das. Also wahrscheinlich Steinwurf. Okay, ich will jetzt gerade echt nicht zurücklaufen. Nehme ich jetzt lieber ein paar Tränke für sowas. Jetzt habe ich vor ihr natürlich wieder ein bisschen Angst. Oh, bitte sag mir jetzt nicht, dass du beides hast. Das wäre jetzt echt unschön. Ich riskiere es jetzt. Ich kämpfe jetzt gegen sie. Auch wenn ich da gerade echt ein bisschen nervös bin, dass das ein Fehler ist. Sie hat aber auch nur eins. Und es ist auch Praktibug. Okay. Wieso habe ich in Erinnerung, dass die hier gerade Runes und Giotesto haben? Also ich meine, die gibt es auf dieser Route zu fangen. Vielleicht habe ich es einfach damit verwechselt, aber... Überrascht mich ein bisschen. Könntest du jetzt übrigens... Ich wäre gerade froh, wenn das Praktibug einfach mit einer Kampfattacke angreift. Oder mit Pfund von mir aus auch, das wäre sogar noch besser. Energiefokus. Mir ist gerade aufgefallen. Es hat jetzt einen Angriff um eine Stufe gesenkt. Ja. Und jetzt der Steinwurf, weil dank Energiefokus, das erhöht ja die Crit-Chance ein bisschen. So ein Crit davon würde jetzt schon echt wehtun, weil er ja auch dann einen gesenkten Angriff umgeht. Okay, Crit. Der war, glaube ich, sogar nötig, um es zu killen. Okay, völlig zu Unrecht Sorgen gemacht. Die haben wir gut weggehauen. Oder vielleicht erinnere ich mich gerade an Schwarz-Weiß 2. Kommt man da hier? Kommt man? Da kann ich mich auch nicht mehr so gut dran erinnern. Da kann sein, dass die dann da die Kampf-Pokémon haben. Wobei ich glaube, da kommt man hier erst im Postgame hin oder so. Ich weiß nicht, wie war die Arena? Gab es da die normale Arena? Das kann mich halt echt nicht mehr erinnern. Nee, kann nicht sein, weil die erste war die normale Arena. Also gibt es zumindest nicht die gleiche Arena wie hier. Hallo, könnte ich jetzt langsam mal fliehen? Ja, Spiel. Dankeschön. Meine Güte, so langsam... Kann ja nicht sein, du bist ja wirklich das Pokémon. Wieso bist du so langsam? Alter! Das... Hallo, werde ich jetzt hier von wilden Pokémon fertig gemacht? I feel trolled. Dankeschön! War das so schwierig? Du stehst natürlich genau weg. Okay, Notiz an mich, gleich Schutz kaufen. Das machen wir doch. Ganz ehrlich, das holt sich jetzt sogar um, das Ort auch nur wegen der Erfahrungspunkte. Jetzt muss ich Tracker nochmal hochheilen dafür, aber das, die Erfahrungspunkte sind mir das wert. Vor allem, weil Drake ja planmäßig auch keinen Auftritt in der Arena hat. Wobei ich mir das vielleicht nochmal... Ja, wobei... Also gut bei den Vortrainern nur, aber... ich meine, mit Bedrohr wäre es natürlich eigentlich eine Überlegung wert, dass man das doch macht. Aber nein. Nein, nein, nein. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so gut. Jetzt muss ich gerade noch mal kurz überlegen. Nee, meine Idee funktioniert ja schon gar nicht mehr. Trainingsfelsen. Ich weiß übrigens gar nicht, wie kommt man darauf, hier auf der Trümmer reinzusetzen? Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das weiß. Wer hat überhaupt der Trümmer? Das ist nicht? Nein. Hä, Moment. Ja, du hast Zertrümmerer. Also, kann man da nicht Zertrümmerer drauf einsetzen auf den Felsen? Kriegt man nicht ein Item für? Wieso wird Zertrümmerer mir nicht angezeigt? Whatever. Dann halt nicht. Ich hätte jetzt irgendwie in Erinnerung, dass man da ein Item für kriegt. Für Wasserstärke? Nein, das war Zertrümmerer, da bin ich mir nicht sicher. Naja, nicht so wichtig. Was auch immer es gewesen sein wird, lese ich vielleicht gleich auch nochmal nach. Ich bin es gerade verwirrt. Ich bin mir sicher, da kriegt man ein Item. Vielleicht wird das Schwarz-Weiß 2. Keine Ahnung.
Alles zu lang. Ach so. Scheiße, ich dachte eigentlich, ich könnte hier zumindest schon mal ein Stück weit rein. Ja gut, dann halt nicht. Okay, dann machen wir es folgendermaßen. Dann gehe ich jetzt nochmal... Zuerst mal gucke ich jetzt gleich kurz nach, auf welchem Level die Trainer in der Arena so sind. Aber das brauche ich gar nicht nachgucken. Also ich werde jetzt einfach folgendermaßen... Ich werde jetzt schon wieder trainieren. Ich trainiere zwischen den Parts irgendwie nur noch. Super. Und zwar Rex und Athena. Weil Athena ja vor allen Dingen hier kämpfen soll gleich. Euch beide trainiere ich, glaube ich, schon auf Level 20. Oder zumindest Level 19. Mal schauen. Und den Rest, denke ich, trainiere ich auf Level 17 wie Drake. Ist ja noch nicht so viel. Dann macht nämlich, also Drake, Malik, Delilah und Gordis machen dann die Vortrainer. Und Rex und Athena sollen nur die Arena-Leiterin machen. Ich denke, das ist machbar. Sollte funktionieren. Und falls nicht, gibt es halt beim nächsten Mal wieder ein großes Massaker. Naja, bis zum nächsten Mal.